Ich mache mit meinem Rückblick auf Schach der Großmeister weiter, der berühmten WDR-Sendung in den 80er und 90er Jahren und zum Beginn der Nullerjahre. Wir sind auch schon im Jahr 2002 angelangt. Im Jahr davor, na, war eine langweilige Angelegenheit, ne? Lahms TV-Duell habe ich es genannt zwischen Peter Leke und Vichy Anand, Remy. Und für das Jahr 2002 hatten sich die Verantwortlichen etwas Besonderes einfallen lassen und sie hatten den Ex-Weltmeister Anatoly Karpow zu Gast und einen der besten deutschen Spieler aller Zeiten, Dr. Robert Hübner. Und dieses Mal sollte es eine richtige Entscheidung geben, kein Remis. Und es wurden insgesamt 3 Partien gespielt. Die ersten beiden Partien endeten Remis, Rapid-Partien. In der ersten Partie hatte Karpow riesigen Vorteil, den vergab er. Und dann musste Armageddon her. Tatsächlich, ich war überrascht, dass damals schon Armageddon gespielt wurde. Konnte mich gar nicht erinnern, dass es angewandt wurde früher. Und hier war es so, dass Weiß Karpow 6 Minuten hatte und Hübner 5 Minuten. Wie üblich beim Armageddon muss Weiß gewinnen. Schwarz reicht ein Remis. Gehen wir rein. Das ist die entscheidende Partie aus dem Jahr 2002. Eine Blitzpartie. D4, D5, C4, C6, slawisch. Springer F3, Springer F6, E3, einer der beiden Hauptzüge hier, Springer C3 ist der andere, Läufer F5, Springer C3, E6. Sieht man häufig dieses System, auch heute noch. Springer H4, dieser frühe Springerausfall, um den Läufer zu attackieren. Läufer E4, provoziert hier F3, eine kleine Schwächung. Und jetzt geht er erst zurück nach G6. Das ist alles gang und gäbe, das wird alles häufig gespielt, das ist alles gang und gäbe. Ich habe auf diesem Kanal schon einige Partien analysiert mit dieser Stellung und das liegt an Vincent Keimer. Denn Vincent ist ein Spezialist in dieser Variante mit Weiß. Er spielt hier gerne Läufer D2, Dame B3 und lange Rochade. Das ist auch die moderne Herangehensweise an diese Stellung. Die letzte Partie, die ich analysiert habe mit Vincent, war Prag. Prag Masters gegen Wang Hao. Das war erst im Mai, glaube ich, dieses Jahres. Karpow spielt hier G3. Das ist eine ältere Herangehensweise. Dieses Läufer D2, Dame B3, lange Rochade sieht ja auch nicht so super natürlich aus, finde ich. G3 mit der Idee, später den Läufer zu entwickeln, ne, und dann kurz rochieren, sieht irgendwie natürlich aus. So, für mich. Okay. Läufer E7. Es geht weiter. Springer G6. Karpow nimmt da früh. Man muss hier nicht sofort nehmen. Der Läufer läuft ja auch nicht weg. Könnte man auch später schlagen. Aber gut, Springer schlägt G6, H schlägt G6. Läufer D3, Entwicklung. Ja, eigentlich würde man gerne fianchettieren hier, würde ich sagen. Aber der Bauer C4 ist angegriffen, deswegen Läufer D3 erstmal. Und er will nicht auf D5 so früh nehmen. Springer BD7. Allerdings mit dieser Bauernstruktur und der offenen zweiten Reihe bietet es sich an, hier so ein bisschen statisch zu spielen, hier auf D5 zu nehmen und im Prinzip egal, wie Schwarz wieder nimmt, man kann dann König F2 spielen, den König erstmal so ein bisschen besser stellen und mit dem Läuferpaar eher die statische Struktur anstreben. Stattdessen König F2 sofort und das nutzt Hübner jetzt direkt aus. Er spielt sehr dynamisch im Zentrum, hier nicht D schlicht C4, das wäre möglich, Läufer C4, B5. Er spielt hier E5, sofort im Zentrum hier aktiv werden. König steht halt nicht so dolle hier auf F2, ist auch eine Blitzpartie. C schlägt D5. C schlägt D5. Hier wäre es am besten, die Stellung so stehen zu lassen, nicht zu sehr öffnen. Dame B3 hier mit Doppelangriff. Die Engine zeigt hier vernünftige Spiele an für Schwarz nach zum Beispiel Rochade. Und man soll jetzt hier nicht nehmen, man soll nicht zu gierig sein, sondern einfach weiterentwickeln. Turm D1 und vermutlich steht Weiß hier etwas besser. Wichtig ist nicht auf E5 zu nehmen, weil der Springer dann zu stark wird hier, zu aktiv. Aber genau diesen Fehler machte Karpow. Er nimmt hier raus auf E5, Springer E5 und der Springer ist natürlich super hier. Greift den Läufer an. Karpow hatte natürlich eine Idee, Läufer B5 Schach. So, Hübner möchte den nicht König F8 spielen, das ist möglich. Er spielt lieber Springer C6, blockt das Schach so. D5 ist natürlich jetzt eine gewisse Schwäche, wobei man sagen muss, D4 hängt in der Luft auch. Läufer B3, warum Läufer B3? Idee ist hier Läufer A4, warum Läufer A4?
Läufer B3 ist die Idee in vielen Fällen. Den schwachen D5 attackieren, ne? Ganz konkret. Das droht hier auch. Deswegen muss Schwarz die Dame ganz schnell wegziehen, um Turm D8 zu ermöglichen. Dame D7. Dame D7 gefällt mir. Guckt natürlich hier auch Miss nach H3 rein. Und falls der König hier auf G2 auftaucht, sehr unangenehm zu spielen für Weiß, finde ich. So, Läufer B3 bringt jetzt nicht so viel wegen Turm D8. Springer E2. Er möchte das Feld hier blockieren. A6. Läufer D2. Ja, blockieren kann er das Feld sowieso nicht. B5. Läufer B3. D4. Und sofort wieder möchte Schwarz hier die Stellung öffnen. Ich glaube, etwas besser ist hier Läufer C5. Mit der Idee Dame A7 und hier schönen Druck auf dieser Diagonale. Das sieht richtig schick aus, finde ich. Bindet den König hier auch, ne? Springer D4 ist auch nicht möglich. Läufer C3 geht auch nicht, wenn Dame A7 kommt. Na gut, Läufer C3 kann man nochmal B4 spielen. Läufer C5 sieht gut aus. Stattdessen D4 und das ist eine ganz schwierige Stellung. Gerade im Blitzen. Was macht man hier? Man sollte nehmen. Springer D4. Einfach alles tauschen. Springer D4. Nimm, nimm. Und die Idee ist, nach Dame D4, Schach, König G2 zu spielen. Und diese Stellung ist gefährlich. Jetzt ist der weiße König einigermaßen sicher hier. Und die Idee ist natürlich hier auf der E-Linie, den Läufer zu blocken. Deswegen sollte Schwarz nicht gierig sein, hier den Bauern nehmen auf B2, sondern Rochade spielen. Aber dann kommt Läufer C3 offensichtlich. Und die Stellung ist auf jeden Fall etwas besser für Weiß. Dann haben wir die Stellung geöffnet, haben das Läuferpaar und können frohen Mutes in die Zukunft blicken. Stattdessen, also D4, Weiß hätte nehmen sollen. Es kam aber Turm C1 und das ist ein dicker Fehler. Ein typischer Blitzfehler in einer Blitzpartie. Springer E5. Hübner sieht das hier. Es droht eine Gabel und dagegen, das kann man nicht vernünftig abwehren hier. Es gibt so viele Motive, die plötzlich auftauchen, auch diese Schlagen auf E3. Das Feld hier decken, D3 geht nicht vernünftig wegen der Gabel hier, also wenn man Läufer C2 oder Dame C2 spielt. Genau, Springer F4 geht auch nicht wahrscheinlich wegen G5, genau, dann ist der angegriffen. Und ich habe Läufer A5 kurz analysiert, wo ich dachte mir, geht das? Der Zug funktioniert aber leider gar nicht wegen Schlagen auf E3, König E3. Schwarz, Weiß verhindert hier Materialverlust erstmal, aber. Okay, Dame A7 wird auch geblockt mit Dame D4. Aber hier gibt es Dame B7. Und dann Läufer D8, hier den Läufer entfernen, dann Läufer B6 oder tauschen oder Turm D8. Das sieht fürchterlich aus. Rochade, Turm E8. Der weiße König steht einfach viel zu schlecht hier. Ne? Alles mit Tempo hier auch. Die Engine bestätigt, dass es komplett gewonnen ist für Schwarz. Was hätte man noch am besten machen sollen? Nehmen. Den Bauern nehmen und die Qualität opfern. So, so. Sowas hier. Schwarz steht besser, aber ist noch nicht gewonnen. Zumindest hat Weiß hier Läufer und Bauer für den Turm. Materiell. Nicht so schlimm. Karpow aber spielte König G2, war wohl ein bisschen nervös. Und jetzt geht's richtig ab. Dame A3. König F2. Zurück. Ja, König G1 geht nicht wegen Springer F3. König F2, Springer D3, König G1. Jetzt geht's. Springer C1, Dame C1. Turm C8. Jedes Tempo mitnehmen hier. Na? Die Dame deckt den Turm, falls ihr das übersehen habt. Die Dame muss weg nach E1. DE3, Läufer E3. So, Schwarz hat einfach eine ganze Qualität mehr. Das ist zu viel. Der weiße König steht auch schlecht. G5 wäre jetzt am genauesten, um Springer F4 aus dem Spiel zu nehmen. Aber Hübner rochiert. Springer F4. Kleine Drohung. Was droht Weiß hier? Außer die Dame zu schlagen. Es droht Springer schlägt G6, weil der F-Bauer gefesselt ist. Das sah Hübner und spielte Dame H7. So hässlich der Zug aussieht, der ist stark. Die Dame steht allerdings nicht gut auf H7. Man hätte jetzt H4 spielen sollen, um G5 erstmal aus dem Spiel zu nehmen. Und dann muss Schwarz so ein paar Klimmzüge machen, um sich hier zu befreien. Stattdessen König G2 und das lässt G5 zu. Springer H3, G4. Sehr stark gespielt hier diese Phase. Springer G5 greift die Dame an. Schlagen auf F3. Schach. Springer F3, Dame E4. Sieht alles nicht gut aus. Läufer D4. Dame B7. Dame E5. Turm F8. Dame F5. Liebäugelt so ein bisschen. Womit eigentlich?
Droht eigentlich nichts. Dame E4. Trotzdem zieht Schwarz die Handbremse. Sagt jetzt, okay, tauschen wir die Damen. Ich habe was mehr. Dame E4, Springer E4. Springer E5. Springer D6. Deckt F7, ne? Der war angegriffen. Springer G4. Springer C4. Blockt den Läufer. Turm F1. Droht nichts. Läufer C5. Bietet Läufer zum Tausch an. Läufer zurück. Turm E2 Schach. König F3. Turm CE8. Läufer C4, BC4. König F4. Turm D8. König F3. Turm E6 zurück. Springer E5. Greift den hier an. Läufer D4. Turm D1. Ja, hier hätte Schwarz. Ja, wenn er auf C4 nimmt, kann man natürlich schlagen, schlagen. Und Turm D3 Schach. Hilft auch nicht. Turm D1. Aber auch das hilft nicht. Turm E5. Turm D4. Nimm, nimm. Turm E6. Und Weiß gab hier auf mit der Qualität weniger. Das ist natürlich auch haushoch verloren. Ja, also. Robert Hübner, der Sieger des Jahres 2002 beim Schach der Großmeister. Es sind noch 2-3 Jahre übrig. Die werde ich natürlich auch noch analysieren. Ich verspreche, die nächsten 2 Jahre werden deutlich spannender, spektakulärer, interessanter aus meiner Sicht. Bleibt dran, mir gewogen und bis zum nächsten Video.